Überall wird einem erzählt, in welchem Winkel man seine Messer schleifen soll. Mal ballig, mal Schneidenwinkel, Sekundärphase, alles Mögliche. So viele Begriffe, da bin ich ganz durcheinander. In welchem Winkel muss ich meine Messer denn nun wirklich schleifen? Bevor wir aber über den richtigen Schneidenwinkel philosophieren, schauen wir uns erstmal ein paar Begrifflichkeiten um die Schneide, den Winkel und das Ganze drumherum an. Der Schneidenwinkel ist der Winkel zwischen den beiden Schneidenseiten, wie auf diesem Bild rechts zu sehen. Der Schleifwinkel ist der Winkel zwischen Schleifstein und Messerachse. Mit Messerachse meine ich die Verbindungslinie zwischen der Schneide und der halben Klingenrückenbreite bei beidseitig angeschliffenen Messern, wie hier links im Bild angedeutet. Für beidseitig angeschliffene Messer gilt also im Allgemeinen Schneidenwinkel gleich 2 mal Schleifwinkel. Wenn ich beidseitig angeschliffen betone, bedeutet es gibt natürlich auch einseitig angeschliffene Messer. Das sind die typischen japanischen Kochmesser, zumindest die, die noch aus Japan kommen, nicht die europäischen Nachbauten. Hier ist der Schleifwinkel nahezu der Schneidenwinkel. Jeder Einsatzzweck stellt die Klinge eines Messers vor andere Herausforderungen. Die Wahl eines sinnvollen und geeigneten Schneidenwinkels stellt sich dabei oftmals als schwieriger heraus als geplant. Welcher Schneidenwinkel für mein Messer ist der richtige für meinen Anwendungszweck? Schauen wir uns zunächst ein paar unterschiedliche Messertypen an. Fangen wir mit den ganz groben an. Für das Spalten von Knochen brauchen wir sehr stabile Schneiden. Aus diesem Grund werden solche Messer in einem Schneidenwinkel zwischen 45 und 55 Grad etwa angeschliffen, zumeist noch ballig, um möglichst viel Stabilität in die Schneide zu bringen. Die nächst feinere Stufe, da habe ich leider gerade kein Messer zur Hand, sind sogenannte Ausbeinmesser. Ausbeinmesser dienen dazu, das Fleisch vom Knochen zu trennen und treffen dabei sehr häufig auf den relativ harten Knochen. Das bedeutet, sie brauchen auch eine stabile Schneide. Sie werden etwa in einem Schneidenwinkel von 40 Grad geschliffen. Einer meiner Lieblingsklassen sind die Survivalmesser, Outdoor- und Survivalmesser. Für die groben Survival-Messer, die eher zum Hacken von Holz und zum Spalten als Axtersatz in Betracht kommen, nehme ich einen Schneidenwinkel von etwa 35 bis 40 Grad, wenn es wirklich so grobe Klopper sind wie der hier, eher Richtung 40 Grad. Die feineren Messer, die jetzt eher zum Schnitzen sind oder für feine Arbeiten, wie hier auch aus einem pulvermetallurgischen Stahl, die schleife ich in einem Schneidenwinkel, der auch deutlich feiner ist, der im Bereich zwischen 30 und etwa 35 Grad liegt. 30, wenn es eher so ein kleines Messer ist, 35 Grad, wenn es ein etwas größeres Messer ist, weil man das größere vielleicht doch eher mal missbraucht zum Hacken, was beim kleinen nicht so leicht vorkommt. Bei den Küchenmessern, wie diesem hier, schleife ich Winkel, die im Bereich von etwa 30 Grad liegen, an. 25 bis 30 Grad wären für ein Messer dieser Größenordnung noch in Ordnung. Damit erreicht man eigentlich eine sehr gute Allround-Eigenschaften in der Küche. Man kann sowohl faserige Schnittgüter gut zerteilen, aber kann auch schon im reinen Druckschnitt Sushi oder ähnliche Sachen ganz gut zubereiten. Wenn die Messer kleiner werden, ich habe immer kleiner hingelegt, bis schließlich zu einem ganz kleinen Messer, wie hier diesem Windmühlenmesser, schleife ich auch schon mal Winkel an, die im Bereich von 20 Grad liegen. Dieses Windmühlenmesser hat einen rostenden Stahl und ist deshalb vom Stahlgefüge her sehr, sehr fein. Das bedeutet, ich kann hier eine feinere Schneide anschleifen als bei den rostfreien Messern, die wir bisher gesehen haben. Aus der folgenden Tabelle kann man ablesen, wie weit man ein Messer im Bereich des Klingenrückens anheben muss, um einen bestimmten Schneidenwinkel zu erhalten. Am besten stoppen Sie kurz das Video und suchen sich das passende Spaltmaß für Ihr Messer heraus. Das so ermittelte Spaltmaß stellen Sie mit Hilfe eines Zollstocks ein und schleifen dann das Messer. Einfacher geht dies, wenn Sie einen kleinen Schleifwinkel aus Holz oder Pappe herstellen und diesen nutzen, um den Schleifwinkel beim Anlegen des Messers zu überprüfen. Ruhig auch zwischen den Schleifvorgängen noch einmal den Winkel auflegen und schauen, ob der Winkel noch passt.
Je gröber die Arbeit, desto zäher sollte der Stahl und desto größer und manchmal auch balliger sollte der Schneidenwinkel gewählt werden. Ein Doppelwinkel bringt in diesen Fällen zusätzliche Stabilität in die Schneide. Zunächst wird hierbei auf einem gröberen Stein ein Winkel flach angeschliffen. Im nächsten Schleifschritt, auf dem feineren Stein, wird der Schleifwinkel um ca. 2 bis 5 Grad erhöht. Dies hat vier Auswirkungen. Erstens, die Schneidengeometrie bleibt verhältnismäßig schmal durch den flachen Sekundärwinkel. Dieser kann durch den groben Schleifstein auch zügig erzeugt werden. Zweitens, der Primärwinkel kann trotz des feinen Steines schnell angeschliffen werden, da durch die Winkelerhöhung nur sehr wenig Material im Bereich der Schneidenspitze abgetragen werden muss. Drittens, die Schneide wird stabiler, da sie kurz nach dem Berührpunkt der beiden Schneidenseiten bereits dicker wird. Trotzdem wird die Schneidengeometrie des gesamten Messers durch den flachen Sekundärwinkel kaum verändert. Viertens, die Schneide wird etwas stumpfer durch den steileren Winkel. Die Rasierfähigkeit des Messers lässt etwas nach. Beim Abziehen von Messern auf dem Lederriemen mit guter Polierpaste nach dem Schärfen sieht man einen ähnlichen Effekt im Mikrobereich. Das Leder passt sich der Schneidenkontur an und der Anschliff wird im Bereich der Schneidenspitze leicht ballig poliert. Man hat quasi einen balligen Mikro-Primärwinkel angeschliffen. Kann ich an jedes Messer in jeden beliebigen Schneidenwinkel anschleifen? Nein, so einfach ist es leider nicht. Es liegt nämlich nicht nur am Messer, sondern auch am Stahl. Je zäher und feinkörniger der Stahl ist, desto besser kann ich eine feine Schneide anschleifen, die beim Benutzen nicht ausbricht. Und genau das führt dazu, dass ich meine rostenden Messer, wie hier dieses Damastmesser vom Messermacher oder auch meine Windmühlenmesser aus rostendem Stahl, feiner und schärfer schleifen kann als meine Edelstahlmesser, obwohl sie auch eine Damaststruktur haben. Das Gefüge im Edelstahl ist einfach gröber und lässt diese feinen Schleifwinkel nicht zu. Das heißt, bei so einem Messer von Herder, so einem Windmühlenmesser, da kann ich zwischen 20 und 25 Grad problemlos fahren. Hier bei dem Jagdmesser würde ich eher Richtung 25 bis 30 Grad gehen. Also etwa 5 Grad gehe ich bei rostenden Messern runter im Vergleich zu rostfreien Messern. Bei den rostfreien Stählen gibt es allerdings eine Ausnahme. Und das sind die pulvermetallurgischen Stähle, die besonders feinkörniges Gefüge haben. Im Vergleich zu den durch Schmelzverfahren hergestellten Stähle ist hier das Gefüge so fein, dass sie durchaus mit vielen rostenden Klingen konkurrieren können. Sie sind nicht ganz so fein, aber sie reichen schon nah an sie heran. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass es keinen Sinn macht, ein rostfreies Messer wie das hier in einem beliebig feinen Winkel zu schleifen, weil das Messer einfach diesen feinen Winkel gar nicht mitmachen kann. Weil die Chromkarbide, die in der Schneide sitzen, so grob sind, dass ich diese feine Schneidengeometrie gar nicht abbilden kann. Kommt es zu Ausbrüchen, habe ich sofort eine sehr grobe Sägezahnung. Und je feiner die Schneide ist, desto schneller kann es zu Ausbrüchen von Karbiden und Ähnlichem im Schneidenbereich kommen. Bei dem Schleifen von Messern kommt es allerdings nicht nur darauf an, einen bestimmten Winkel für das Messer rauszusuchen, sondern auch diesen Winkel beim Schleifen möglichst konstant zu halten. Wenn man einmal die für sich passende Schleifbewegung gefunden hat, ist das freihand in durchaus ausreichender Qualität zu erledigen. Über Schleifbewegung habe ich hier auch ein Video gemacht. Da ist einiges erklärt, welche Schleifbewegung es gibt. Schaut euch das einfach mal an und sucht die für euch passende Schleifbewegung aus, mit der ihr am besten zurechtkommt. Kommen wir nun zum Fazit. Für feine Arbeiten verwendet man einen feinen Schleifwinkel, das heißt auch einen feinen Schneidenwinkel. Der Schneidenwinkel bei Messern, die nur für Gemüse oder ähnliche Sachen verwendet werden, liegt zwischen 20 und 25 Grad. Ist aber wirklich nur für feine Messer. Am besten auch aus rostenden Stählen, die halt dieses feine Gefüge aufweisen. Für Standardküchenarbeiten, so wie hier bei dem Messer, würde ich einen Schneidenwinkel von 25 bis 30 Grad empfehlen. Bei rostfreien Messern lohnt es sich sowieso nicht, viel feiner zu werden, außer es sind sehr hochwertige Messer, wo bei der Wärmebehandlung viel Wert auf ein feines Gefüge gelegt wurde oder halt die aus pulvermetallurgischem Stahl sind und da habe ich ein feines Gefüge aufweisen. Für universelle Messer wie Jagdmesser, sowas hier in der Art. Da kann man einen Schneidenwinkel
zwischen 30 und 35 Grad verwenden. Wenn es ein universelles Messer ist, was hauptsächlich schneiden soll, und zwischen 35 bis 40 Grad bei Survival-Messern, die auch mal härter rangenommen werden, die auch mal etwas Missbrauch aushalten können müssen. Für ganz harte Anforderungen, wie jetzt beim Knochenspalten oder sowas, wählt man einen gröberen Schneidenwinkel. Hier werden 45 bis 55 Grad angebracht. Am besten noch ballig angeschliffen mit der Mauspad-Methode. Das kann man auch hier im Video sehen. Da bringt das einiges an Schneidenstabilität, und genau die brauchen wir bei solch harten Aufgaben. Die härteren Schneidaufgaben, wie jetzt Ausbeinmesser, da schleift man Winkel von etwa 40 Grad an, vorzugsweise auch ballig. Zu den Schleifwinkelhilfen, mit denen bin ich eigentlich eher auf Kriegsfuß. Sie können einem das Schleifen am Anfang minimal erleichtern, aber sie gaukeln eigentlich nur etwas vor, was sie gar nicht bringen können. Weitere Informationen zum Thema Schleifhilfen finden Sie im Video, hier links im Link. Wenn noch weitere Fragen zur Schärfe von Messer sind, schaut einfach auf meiner Seite vorbei, www.messer-machen.de. Da habe ich das Thema Messerschärfen recht ausführlich behandelt, und da könnt ihr noch einiges an zusätzlichen Informationen abgreifen. Den Link habe ich unten reingestellt, einfach draufklicken, dann passt das schon. Also, bis zum nächsten Mal und immer scharfe Messer.